wait forever. Sorry, Miss Jackson. Ooh, for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Und wir spielen heute gegen den FC Schalke 04. Und hier sehen wir nochmal das Team der Woche, was wir letztes Spiel gemacht haben, im letzten der Partie, so alles abging. Lewandowski ist von uns nur dabei. Sonst ist keiner dabei von uns. Bernd Leno ist dabei, ja. Dia, Stranzl, Schulz, Sakai, Giotake. Ja, die Hannoveraner haben gut gespielt, so wie es aussieht. Ja, Leverkusen hat auch gut gespielt, weil da auch nochmal zwei da sind, ja. Überragend haben wir jetzt nicht gespielt, letztes Spiel, deswegen verstehe ich gar nicht, warum Lewandowski dabei ist. Wir haben schon fast wieder, wir haben jetzt 9 Punkte Vorsprung am 12. Spieltag. Ah ja, ja, ja. Wir könnten den Bayern ganz schön viel Konkurrenz machen hier. Den richtigen Bayern hier in Real Life, ne? 7 Gegentore, ja, das ging, geht eigentlich. Ja. Und dann starten wir mal rein. Sonst dauert es noch zu lang hier. Jo. So. Ja. Spielen sie einfach in Blau. Wir spielen in Rot. Ja, die einzigen, die was nicht so viel frisch haben, sind die Innenverteidiger. Mustafi und Boateng. Aber da kann man mal laufen lassen, ne? Die kann man so laufen lassen, den Boateng und den Mustafi. Hä? Drücke, ne? So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen laufen mit dem Ribery. Mit dem Ribery. Ein bisschen laufen. Alter, da läuft das Ding ja voll weg, du. Schau mal hin. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum-dum. Tschüss, Reifen. Denn. Komm, nimm den Ball mit. Mei, ist das Ding langsam. Meine Güte, war das Ding langsam, du. Meine Güte, du. So, Stuttgart. Zeige ich schon. VfB Stuttgart, wollte ich gerade sagen, ne? Haben wir letzte Folge gehabt, jetzt gingen die Königsblauen. Auf geht's, komm. Heute mal ohne Lewandowski, ohne Müller. Nur mit Gaudino vorne im Sturm. Ja. Gegen die Santo, Hüntler, den Geis. Was ich mir auch überlegt habe, mal zu holen. Kurz gerade eh vorhin. Nee, vorhin noch nicht. Gestern oder so habe ich mir das mal überlegt. Ja, sorry, wenn ich gerade ein bisschen leiser war, aber... Ja, jetzt komm mal, Costa. Costa dreht wieder auf. Der gefällt mir so gut in FIFA, ey. Der ist so ein geiler Spieler. Der ist so böse geil. Kommt mal hin. Schaut euch das mal an. Was der damit Abwehr macht. So. Das ist Thiago, komm. Ah. Komm auch nicht durch, ne? Ah, Mustafi jetzt mit dem Fehler. Ah, oh, Mustafi jetzt hat er aber. Schön. So, Ribery. Schön. Ah. Voll hinfallen hier. So ein Freischuss für die. Oh, Scaudino war voll fit. Okay, ein kleiner Strich hat gefehlt, glaube ich sogar. Komm on, jetzt hat. Wie viel laufen die in kurzer Zeit, du? Oh. Tricolore. Heißen die Tricolore, die Franzosen? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Gaudino. Gefällt mir auch richtig gut. Ja. In FIFA. Ah, in schlecht ist auch... In schlecht, ja. In gut, meine ich natürlich, ne? In Real Life ist auch nicht schlecht. So, jetzt halt mal. Douglas Costa! Ohne Worte. Hämmert er den Ball wie so ein Strich da in ihn. In die Maschen rein, du.
Eieiei. Was für ein Strich. Und so einem schwachen Fuß. Tja. So, Di Santo wird abgelaufen von Squadran. Squadran Mustafi. Ah, wir haben Neuer im Tor, also viel passiert da heute nicht. Ja. Viele sagen ja, dass der vom Preis-Leistungs-Verhältnis in FIFA Ultimate Team, naja, auch nicht viel besser ist als jetzt ein Leno oder sowas. Ja. Halt der Inform von Neuer. Meine ich damit natürlich. Ja. Ja, schön gewartet von Gaudino. Lange gewartet. Schön. Ribery mal. Ribery. Comment. Und dann ist der Ball auch weg. Costa aber. Costa holt ihn sich wieder. Costa ist heiß. Costa ist sowas von heiß heute. So, Alaba mit der Ecke. Alaba, schöne Ecke. Komm. Gaudino wäre da gut gestanden. Torwart, komm. Wo ist er denn der? Da ist er, Costa. Hier ist es Thiago. Da ist er. Ah, schade. Da bin ich gerade vom Trigger abgerutscht. Trigger. Von dem Stick halt da. Sagen wir es halt so. Jetzt kann man lange warten. Ja. Wenn da keiner auf der Außenbahn läuft, können wir dann eine halbe Stunde warten. Einfach mal von vorne kommen. Super, von Alaba. Ah, und dann dieser Pass. Aber dann haben wir da auch noch einen anderen, ne? Audino. Lahm. Come on. Geht auch nicht. So. Da wollte ich gar nicht hin. Weil come on wäre da eigentlich gut gestanden. Aber naja, die passen halt immer zu dem, der was am weitesten vorne steht, ne? So, Thiago macht es eigentlich gar nicht so schlecht, aber dann. Hier, komm. Komm, komm Alaba, komm, auf geht's. Super, Neuer, komm, den hast du. Sicher. Oh ey, was hat der für einen Abwurf, du? Der 95 oder was? Abwurf. Ah, komm, oh, wartet da zu lang. Ribery auf Mustafi. Man merkt schon, Costa ist heiß. Aber Gaudino ist auch heiß. Ja, Gaudino will auch mal was zeigen heute. Er will sich hier in die Startelf katapultieren. Ah, aber so ein Gaudino hört sich für mich mehr italienisch an, anstatt deutsch. Weiß es gar nicht, weil der Vater von ihm ist ja auch Fußballer gewesen vom Gaudino, ne? Hat er, glaube ich, für was hat er nicht gespielt? Ich weiß es gar nicht. Aber naja. Oh, wow. Das müsst ihr mir jetzt anzeigen. Um 20.30 Uhr, dass nochmal ein Spiel kommt. Jetzt hätte ich das wissen wollen. So, Gaudino gefällt mir heute richtig gut. Ja, danke fürs nicht angreifen, aber. Naja. Oh, das war ein Fehler von mir, sorry. Nicht aufpassen hinten. Schön. So, Costa ist immer noch heiß hier. Schau mal den an. Zack. Vorbei. Ey, da wird er gelegt. Das ist eine gelbe. Meine Güte, ey. Johannes Geis wird Johannes Geis wird nicht von Douglas Costa gelegt, sondern Douglas Costa wurde von Johannes Geis gelegt. Und dann Fährmann. Boah, ey. Wäre der reingegangen, du. Traumtor. Schön. Boah, einfach mal wieder probieren. Ich will Douglas Costa mal ein paar Schießen geben, weil. Ich weiß gar nicht, wenn man wüsste, auf welchem Fuß der Kreuzbandriss war. Wäre auch noch cool. Dass man den halt dann trainiert. Ah, super, Costa.
Claudino! Hämmert der den drüber? Hämmert der den da einfach mal drüber? Eieiei. Hämmert der den Ball da einfach mal 500 Kilometer übers Tor hier? Ah, schön, Rode. Scheiß Rode. NT1. Hat er Glück gehabt, du. Dass ich dann nicht weitergelaufen bin, du. Hand. Ja. Sehe ich direkt hier. Habe ich direkt gesehen, dass der Rums Rode mit der Hand gespielt hat hier. Aber der war. Wäre gar nicht so schlecht. Ja, Choupo-Moting, 1,91 oder so ist der groß. Keiner, was der immer auf den Flügen versucht. Aber naja, ne? Was suchen die eigentlich immer auf den Flügeln? Warum stellen die solche Riesendinger? 1,90 Typen auf den Flügel. Versteh's nicht. Costa ist immer noch heiß. Der will es jetzt nochmal ein bisschen wissen. Kolasinac. Da, zack, getunnelt. Matip. Verliert den Ball gegen Costa. Oh, Fährmann. Fährmann, der stärkste Mann auf dem Platz. Von Schalke. Boots. Wer war denn das denn? Alaba. Alaba mit dem Kopfball. So. Mustafi. Ist das Costa? Was frage ich eigentlich? Super, Costa, komm. Danke, Schiri. Okay. Den darf David Alaba bringen. Bin ich nach vorne gelaufen? Ja. Einfach mal probieren. Ecke. Weiß nicht der beste Freistoß, aber naja, kann man mal so bringen. Ja, der war gut. Nein, Alaba geht da nicht hin. Danke. Jetzt kannst du. Was bringt der da für einen Ball? Super, Gaudino. Jetzt hat mal. Franzose. Franzosen-Action. Vater und Sohn. Vater und Sohn. So wie sie mal gesagt haben, ne? Die zwei. Ribéry. Gaudino. Gaudino! Wechseln. Wechseln. Ja, müssen wechseln. Bringen wir Müller und Lewandowski mal heute jetzt mal in den Sturm hier. Zack. Zack. Sah gerade aus wie Thiago. Und Thiago. Kimmich. Rode. So, drei Wechsel wieder. Ich bringe einfach immer die drei Wechsel so in der 72. ungefähr manchmal, ne? Come on. Geht raus. Dino geht raus. Und. Rode. Rode, Coman. Und. Rode, Coman. Und Gaudino. Ah, super, Kimmich. Ah, dann rutscht er weg, der Kimmich. Aber ein starkes Spiel bis jetzt. Boy. Eigentlich gefährliches Spiel von Platte. Von der Platte. Ich Platte. Wer ist das eigentlich? So. Wie auf Costa. Zack. Zack. Und da, zack. Wunderschöner Pass auf Franck Ribéry. Der spielt er hier offen auf Alaba. Alaba. Präzise Flanke. Ne, nicht so präzise, wie ich gehofft habe als erstes. Da ist er, der Platte. Ich frag mich, wer das ist, ey. Dieser Platte. Ah, Kimmich. Stark. Ja. Da steht nicht Costa. Aber ist ja egal. Mal Alaba da außen auch noch steht. Boah, Thiago, wunderschöner Laufweg. Dann schickst du mal einen wunderschönen Lauf und dann verletzt er sich noch. Meine Güte, ey. Das ist immer so nervig bei FIFA manchmal. Ja. Meier kommt und Sam geht raus. Meier. Maximilian Meier.
Trotzdem müssen wir hinten aufpassen. Wir führen nur 1-0. Deswegen habe ich ja auch noch. Ja gut, dich schicke ich nicht mehr, ey. Dich Freunde mal schicken. Dass der Sané aber auch nicht bei den Schalkern spielt, heißt, dass Schalke nicht gut, noch gut ist. Noch gut drauf ist halt, ja. Mein Reader ging es ja noch nicht so. Ging es bei dir noch nicht so ab und dann kam Sané rein und am Boom hat es bei denen gefruchtet, du. Der Platte, aber neuer. Wie Hamano. Und dann dieses Rausspielen. Und dieses Rausspielen einfach, ne? Komm, Müller. Spielen auf außen auf Douglas Costa. Kriegt ihn. Sag ich doch. Und dann ist er Spieler raus und wirkt die Nase. Eieiei. 1-0 dank Douglas Costa. Eieiei. Auch noch dann so ein wunderschönes Tor dann von Douglas Costa. Hier nochmal. Hier sehen wir es nochmal. Boom. Wunderschön. Mit dem Rechten. Muss man echt sagen, Douglas Costa, aber ich jetzt... 5,3 davon in der Levi. Ja, Boateng hat gut verteidigt. Alaba. Ging so. Alter, was ich ausgewählt habe, waren irgendwie voll schlecht. Frag mich, was labern die eigentlich für eine Scheiße? FIFA. Ich fand die richtig gut. Die Coman und Gaudino und Rode haben richtig gut gespielt. Die haben das 1-0 vorbereitet, sozusagen, ja? Mit ihren Passkombinationen hier. Ja, der 18. Das weiß ich noch, ne? So. Jetzt haben sie alle ein bisschen mehr Regenerationszeit, weil es Länderspielpause ist. Eigentlich haben sie keine Regeneration. Die jungen Spieler haben eine Regenerationszeit. Was will denn der jetzt von mir? Was? Gescoutete Spieler. Folgende Spieler wurden von anderen Vereinen abgeworben und haben bei der Jugendakademie unterschrieben. Aha. Wartet mal. So, hier. Das ist der einzige. Mir fehlt irgendwie immer noch der Deutsche. Wo bleibt denn der so lange? Der Netzwerk wird eingerichtet. Hallo? Dauert der einfach mal 5 Jahre, Alter, bis der hierher kommt oder was? Alter Schwede, ey. Netzwerk aufbauen, ne? So. Deutschland. 3 Monate. Was habe ich eigentlich eingestellt? Ich kann mal nach allen suchen, ne? Wer baut denn da in Deutschland auf? Wer baut da in Deutschland auf? Ich kann den Bericht lesen. Nein. Und nein. Es baut keiner in Deutschland auf, aber trotzdem kann ich nicht in Deutschland aufbauen. Was ist denn das für eine Scheiße? Niederlande geht auch nicht, ne? Dann da war mal in Kroatien da schon. Ja. Pressekonferenz. Hey, wir haben nicht mehr lange, ja, das sind 20 Minuten um. Aktivieren. Ja. Also Leute, dann werde ich schon mal sagen, lasst einfach mal eine positive Bewertung da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Schaut auch
auf meinem zweiten Kanal vorbei und dann hätte ich auch noch sagen, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt auch noch, ne? Also, haut rein, bis zum nächsten Mal und... Robben, Netz, zack, zack, boom. Schade. Kriegt doch auf den Boden rum, boah, Deng. Oh, das ist Tati, der ist der. Ich hab mich. Naja, Rafinha hat derzeit, ist er ab derzeit auch deutscher Staatsbürger, ne? Rafinha. Ich bin, vielleicht, wisst ihr vielleicht.